Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zum Hauptkampf des heutigen Abends. Es geht um einen der ältesten Titel der Boxgeschichte. Herzlich willkommen zur Europameisterschaft im Halbschwergewicht hier bei der großen SES Boxgala live aus der neuen Ballsportarena hier in Dresden. Der Titel ist vakant, also heute entscheidet sich, wer die neue Nummer 1 in Europa wird. 12 Runden im EBO Championship sind angesetzt. Gewichtslimit 79,3 Kilogramm. Wir kommen zum Walk-in. Auf dem Weg in die rote Ecke to the red corner. Er tritt an für EC Boxing Hamburg. Bitte begrüßen Sie aus Berlin. Please welcome Caro Murat! Und jetzt auf dem Weg in die blaue Ecke, to the blue corner, der ungeschlagene Inter-Conti-Champion. Drei Gürtel hat er schon, heute soll der EM-Gürtel dazukommen für SES Boxing aus Freiburg an der Unstrut. Bitte begrüßen Sie, please welcome, Dominik Böse! Meine
Sehr verehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, ich bitte Sie nun, sich zu erheben. Please rise from your seats for the National Anthem of Germany, für die deutsche Nationalhymne. Live gesungen heute vom Dresdner Männerchor Ensemble Echo. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Blüh im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Blüh im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Dankeschön. Die deutsche Nationalhymne live gesungen vom Dresdner Männerchor Ensemble Echo. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 12 Runden im Halbschwergewicht sind angesetzt. Ich darf Ihnen nun die Offiziellen dieses Kampfes vorstellen. Supervisor für die EBU aus Belgien, from Belgium, Bob Logist. Die Punktrichter aus Polen, from Poland, Leszek Jankowiak. Und aus Deutschland, from Germany, Jürgen Langos und Oliver Berin. Wir kommen nun zu den Kämpfern. Der Kämpfer in der roten Ecke ist 33 Jahre alt, 1,79 Meter groß und er wiegt 78,9 Kilogramm. Er ist Profi seit dem Jahr 2006. Seine Bilanz: 34 Kämpfe, 30 Siege, davon 19 durch Knockout. Bitte begrüßen Sie, please welcome again für EC Boxing Hamburg aus Berlin, Caro Murat. Der Kämpfer in der blauen Ecke ist 27 Jahre alt, 1,85 Meter groß und wiegt 79 Kilogramm. Er ist Profi seit 2010. Und seine Bilanz ist absolut makellos. 24 Kämpfe, 24 Siege, 9 davon durch Knockout. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie den dreifachen Interconti-Champion aus dem Team Deutschland für SES Box Promotion aus Freiburg an der Unstrut, Dominik Böse. Die Kämpfer sind nun bereit. Der Ringrichter aus Großbritannien, from Great Britain, Terry O'Connor. First punch in the change room, you know what I expect. Shake hands, God bless you both, the real. Akustische Überlegenheit der über 3000 in Dresden auf Seiten von Dominik Böse. Also ein Auswärtskampf für Caro Murat. Ähnlich sieht es auch im Voting bei Ihnen aus auf www.mdr.de. Sehen Sie mit 67% Dominik Böse als Sieger, nur 33% auf Seiten von Caro Murat. Dominik Böse muss seine Führhand, hier kommt sie schon, etablieren. Nur so kann er den Kämpfer Caro Murat weghalten. Der wird versuchen, nach vorn zu kommen. Aber Böse schon 3-4 Mal mit der Führhand drin. Und das wird sofort gutiert von seinen Fans. Und genau so will Murat boxen. Der will ran.
Und jetzt Bösel Veto. Da haben wir in den ersten 30 Sekunden schon den Plan von beiden Ecken gesehen. Von Jemski und von Bramowski auf der anderen. Dominik Bösel weiß, es wird schwierige Momente in diesem Kampf geben. Momente, die er in seiner Karriere so vielleicht noch nicht erlebt hat. Und die große Frage ist, bleibt es sauber? Oder wird es so giftig und emotional wie in den letzten Tagen, wie in den Wochen vor diesem Kampf? Atmosphäre zwischen beiden extrem aufgeladen. Und das ist schöner Treffer. Da hebt er die Hand von Bösel. Und es ist, das muss man auch irgendwie betonen, kein Spaß gewesen. Das ist eine ernsthafte Auseinandersetzung. Das ist wirkliche Ablehnung, die diese beiden miteinander verbindet. Dominik Bösel in Doppeldeckung. Jetzt zweimal die linke von Murat. Da ist schon viel drin in dieser ersten Runde und ich verspreche Ihnen, das wird hier noch aggressiver. Das wird noch besser. Erst 1-2. Jawohl. Dieser Karo Murat hat 3 Kämpfe verloren. Bösel ist ja noch ungeschlagen, aber was sind das für Gegner? Nathan Cleverly in Birmingham, Bernard Hopkins in Atlantic City und Sullivan Barrera in Kalifornien. Das waren die Niederlagen von Karo Murat. Gegner, die Dominik Bösel in seiner bisherigen Karriere noch nicht geboxt hat. Aber da will er ja hin. Das ist auch eine Idee, in der Doppeldeckung abzuwarten, Murat sich abarbeiten zu lassen. Erinnert in dieser Form ein bisschen an Arthur Abraham. Und dann bricht er aus. Böse. An den Seilen darf er nicht stehen bleiben, Bösel. Da ist der Weg nach hinten versperrt. Genau dahin will ihn Karo Murat bringen. Letzten Sekunden in dieser ersten Runde. Bösel nah am Tiefschlag, aber noch auf dem Saum der Hose. Erste Runde bei Bösel. Das ist schon ein bisschen im roten Bereich, ja. Da keult dann schön bei seinen Angriffen. Ja? Schön tief atmen. Wichtig ist, dass du die Übersicht behältst, dass du immer merkst und fühlst, was du tust, ja, dass du ihn spürst. Guck mal, diese 3 Führungshände, die sehen cool aus, weißt du, so tak, 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 weißt du, so, das denkt man, wow. Ja, immer mal so spielen zwischendurch, ein paar spielerische Elemente, dass nicht immer nur Ballern kommt. Ja. Führungshände läuft. Rechte gerade zum Körper hat ihm, glaube ich, ein bisschen wehgetan. Ja, ja. Zieh die ruhig mal drauf, pass aber danach auf den linken Haken auf, okay? Seconds out. Ring frei, Runde 2. Markus Beyer, ich habe Dominik Bösel in der ersten Runde vorn gesehen. Du auch? Ja, auf jeden Fall. Dominik hat es wirklich gut gemacht und hat sich nicht provozieren lassen und hat die Deckung schön geschlossen gehalten und hat mit guten Aktionen eigentlich auch zum Körper und zum Kopf schon ein paar gute Treffer gesetzt. Gefällt mir gut, vor allem die Führungshand heute. Genau darum geht es, um die Linke, die hier wieder rausschnellt. Viel auf der Deckung, aber das beeindruckt dennoch. Es geht über 12 Runden. Murat ist topfit. Hat so viel trainiert wie noch nie, das sagen sie ja immer. Aber er kann das in Zeiträumen auch messbar machen. 6 Wochen Sparring. Gegen Hopkins beispielsweise waren es nur 4. Da war dieser klassische Bösel, versuchte mit der linken Führungshand die Deckung herunterzuziehen und dann mit der rechten rüberzuschlagen. Hat nicht ganz funktioniert. Sie arbeiten beide mit allen Tricks. Aber wieder ein guter Auftakt von Dominik Bösel. Sie sehen Dojenski dahinter. Der steht. Der spricht viel. Georg Bramowski auf der anderen Seite. Der sitzt.
direkt vorm Müller-Trainer diese Szene. Und sie haben auf dem Rules-Meeting Terry O'Connor explizit darauf angesprochen. Ulf Steinfort hat gesagt, achtet bitte auf die Tiefschläge. Ja, der war auch ganz schön tief, muss ich sagen. Ja, also von Dominik vorhin, der war auf der Gürtellinie, der tut nicht weh. Aber der eben war schon unten drunter und das merkt man dann schon. O'Connor, 64 Jahre alt, aus Birmingham. Der ist wach, der Ringrichter. Er hat die Erfahrung. Über 1000 Kämpfe hat er geleitet. Die Stars der Branche im Ring gesehen. Auf ihn kann man sich verlassen. Murat treibt jetzt Dominik Bösel. Das wird ein langer Weg für Dominik Bösel, hier immer wieder die Führungshand rausschnippen zu lassen. Nur so kann er den Kampf kontrollieren. Jetzt allerdings Karo Murat mit viel mehr Händen, auch mit der ersten Aktion. Noch geht keiner in die Aktion des Gegners hinein. Alle feuern ihre Serien ab. Wir hören Georg Bramowski, da steigt er in den Ring zu seinem Mann, zu Karo Murat. Atmen. Karo, weiter so. So. Klasse. Immer wieder ablocken und Gegenangriff. Das ist seine Schwäche. Und immer wieder dein Jab. Ja, atme tief. Komm, tief. Schwerter ist warm. Ruhig. Atme tief, atmen. Schwerter ist warm. Ja. Warm und aggressiv wirst du es jetzt. Komm, jetzt machen wir das ernst. Los, Mund auf, trink was. Jetzt wirst du warm. Jetzt zeigst du ihm, wo der Hammer steht. Zwei lockere Hände nach unten und dann ziehst du rechts gerade linker Kopfhaken. Hast du gehört? Seconds out. Ring frei, Runde 3. Georg Bramowski. Die Taktik hat er beschrieben. Abblocken und Gegenangriff. Da hat er seine Schwächen, Dominik Bösel. Karo Murat ist diesem Georg Bramowski sehr verbunden. Denn er hat ihn nach Atlantic City gegen Hopkins mitbegleitet. Eigentlich hatten viele erwartet, dass Uli Wegner ihn übernimmt zu diesem großen Kampf. Der war allerdings in Deutschland gebunden. Murat deshalb mit Bramowski unterwegs. Da hat sich eine langjährige Beziehung in einem großen Kampf entladen. Und deshalb hat er jetzt Karo Murat auf Georg Bramowski zurückgegriffen. Zum dritten Mal sitzt Bramowski in der Ecke von Murat als verantwortlicher Trainer. Das lässt sich Dominik Bösel noch gefallen. Das ist bewusst, dass er da nicht agiert. Jetzt allerdings seine Gegenattacke. Aber keiner schlägt in die Aktion des anderen hinein. Das werden wir noch erleben. Ganz sicher. Ja, Dominik hat es schon mal versucht, da hat aber nicht voll getroffen. So, jetzt. Aber es ist auf jeden Fall die Lösung heute. Jetzt O'Connor. Karo Murat geht hinterher, von der Ringmitte aus. Und Bösel braucht die Führungshand. Markus, Sie schießen schon ganz schön was ab. Ja, auf jeden Fall. Tempo ist Wahnsinn. Ne? Der Dominik muss jetzt wirklich ein bisschen zurückschalten, weil sonst reicht wahrscheinlich die Kraft nicht. Als will er klammern. Er muss die Führungshand bringen. Er muss sich den Gegner mit der Führungshand weghalten. Aber er geht schon mit sehr, sehr hoher Energie rein und schlägt Serien. Ja, genau. Nicht die einzelne Hand. Und das kostet jetzt schon zu viel Kraft. Murat kommt, Murat drückt. Und er darf nicht mitschlagen, Dominik Bösel. Das ist jetzt hier ein Fehler. Da muss er geschlossen bleiben und rausgehen. Er muss flink bleiben auf den Beinen. In der Ecke
kann er gegen Karo Murat nicht bestehen. Muss flink sein. Er will nicht fliehen, Dominik Bösel. Das hat ihn ein bisschen geärgert bei diesen Medienterminen, dass er da immer in der Defensive war. Und Murat die Schlagzeilen gehörten. Gute Runde von Murat. Die erste, die beim Berliner ist. Dirk Jemski. Schön, gut. Wichtig ist, dass du da bist, komm. Wichtig ist, dass du da bist. Zu tief. Komm, setz dich hin. Setz dich hin. Er hat sich verschluckt. Nein, setz dich hin. Nichts Schlimmes, hat sich verschluckt. Nicht zu tief. Atme tief, komm, atme tief, komm. Atme tief. Ja, das ist nicht gut. Scheiße, aber atme tief. Das kostet jetzt Energie. Jetzt braucht er die Luft. Die ihm jetzt nach der nächsten Runde fehlen wird. Halt ihn mal ein bisschen mehr in der Mitte, wenn das geht. Das ist okay. Jetzt, der hat sich jetzt sehr verausgabt in der Runde. Ja? Ja? Du musst mehr Überblick behalten. Schlag nicht so viel mit. Das waren schon eindringliche Worte und Gesten von Dirk Jemski. Schlag nicht so viel mit. Genauso ist es. Mehr Ruhe bewahren. Aber Murat marschiert. Hat 9 Monate nicht geboxt, Karo Murat. War zuletzt aktiv im September 2016 in Göppingen gegen Jewgeni Maktienko. Hat durch K.O. gewonnen, durch technischen Knockout Murat in der 12. Runde. Ein harter Kampf, deswegen hat er sich diese Pause genommen. Er will nur noch die großen Kämpfe machen, das sagt Karo Murat über sich. Und das ist ein großer Kampf um die Europameisterschaft in Deutschland gegen den ungeschlagenen Dominik Bösel, der an die Spitze strebt, der 3 Interkontinentalgürtel sein eigen nennt. Damit ist der Weltrekordler, das hat es noch nie gegeben, dass ein Boxer in allen Gewichtsklassen 3 Gürtel im Interconti-Bereich auf sich vereinen konnte. Hier allerdings geht es um die Europameisterschaft, die vakant wurde, weil der große Robert Stieglitz seine Karriere beendet hat und jetzt in der Ecke arbeitet von Dominik Bösel hinter Dirk Jemski. Da hinten sehen Sie ihn links. Und Dirk Jemski, der aufgeregt ist, der sich weit vorbeugt, sagt, ich brauche die Hilfe von Stieglitz. Der ist so erfahren, der sieht manchmal das ein oder andere, was ich nicht sehe. Bösel bleibt wieder in der Ecke stehen. Und Murat kommt. Ja, zu viel darf er nicht Kraft, nehmen. Ja. An dieser Stelle. Kommt immer mal 1, 2 durch und das macht natürlich immer was aus. Das ist, macht dann auch müde, kaputt. Dominik Bösel wird wirklich nicht mehr ganz so frisch. Hat durchaus Energie. Oli Wegner, der diesen Kampf am Fernseher verfolgt, der so oft Karo Murat betreute, hatte den Eindruck, dass der in den letzten Wochen noch mal einen richtigen Sprung gemacht hat im Berliner Max-Schmeling-Gym. Noch mal fitter geworden ist der 33-jährige Armenier. 6 Zentimeter kleiner, 6 Jahre älter als Bösel. Es ist der Jubiläumskampf für Dominik Bösel, der 25. in seiner Karriere. Bisher hat er alle gewonnen. Beeindrucken Sie hier darunter, wenn er das hier gegen Karo Murat auch schafft. Es wäre ein dickes, dickes Ausrufezeichen. Karo Murat. Und sein Trainer. Karo, lass die Hände stehen. Deckung. Und du musst immer wieder einen Jab bringen.
Du musst die wohl nehmen. Lass ihn nicht zu sehr kommen. Die Runde war wieder weg, obwohl du schön Treffer nochmal gesetzt hast. Jetzt immer wieder. Okay. Führungshand, Führungshand. Und dann ein, zwei Grad der linker Kopfhaken. Hast du gehört? Ja? Mach sich, lass dich nicht höher machen. Was? Nochmal. Führungshand, Führungshand. Und dann ein, zwei Grad der linker Kopfhaken. Hast du gehört? Caro, du bist stark. Lass die Hände aber hier stehen. Bleib stark, Caro, okay? Und wenn sie letzte mit dem und ich definiert boxen. Ein Drittel ist um. Mit Bramowski in der Ecke, Bülent Baja, der Assistenztrainer. Und der Cutman, Dr. Tim Kuchenbuch. Wert ist relativ einfach ab, Karo Murat. Hat möglicherweise auch keinen sonderlich großen Respekt von der Schlaghärte, vor der Schlaghärte von Dominik Böse. So war es viel besser von Böse. Da ist er rausgegangen, hat mit der Linken einen kleinen Stich gesetzt. Und jetzt, Markus, ist auch ein bisschen mehr Ruhe drin. Ja, jetzt hat er mal zwei Runden ein bisschen ruhiger gemacht. Jetzt hat er sich, glaube ich, ein bisschen erholt. Auch Caro Muran macht jetzt mal nicht mehr den extremen Druck. Aber Dominik muss aufpassen. Also ich habe jetzt zweimal gesehen, dass Caro Muran nur darauf wartet, wenn Dominik die Führungshand bringt und dann fallen lässt, dass er dann direkt die Rechte drüber schlägt. War schon mal einmal, zweimal knapp daneben. Es sind diese Szenen. Achten Sie auf die Führungshand von Böse. Die geht zur Hüfte zurück. Und nicht zum Kopf. Und das ist die Chance dann für Murat darüber zu schlagen mit der rechten Schlaghand. Und genau das sehen sich die Trainer in diesen vielen Videostunden an, arbeiten dann diese Schwäche des Gegners aus. Und das hat Georg Bramowski dann Caro Murat erklärt. Abblocken gegen Angriff. Meint genau das. Ja, ist auch schwer, gegen so einen Mann zu boxen, der mit der Doppeldeckung auf ihn zukommt und man eigentlich gar nicht weiß, wo man hinschlagen soll. Aber muss den mit mehreren lockeren Händen, teilweise macht das gut, und der Jab eben. Es geht nicht unbedingt um die Schlaghärte, die da von Dominik Böse kommt. Einfach ja. Die Distanz halten, immer wieder in die Aktion von Murat hineinboxen. Hat er zum Teil ja ganz gut gemacht, auch mit lockeren Händen, ihn für sich vom Leib gehalten und dann kommt dann meistens Aktion, die irrt dann die Rechte hinterher. Schön Aufwärtshaken von Böse, der ja sehr variabel boxen kann. Gerade die langen Hände von Böse sind gut. Murat liebt ein bisschen mehr die Haken, so wie hier. Aber auch das hat er in diesem Kampf schon gezeigt. Auch die Geraden kommen nicht schlecht. Runde für Dominik Böse. Ja. Ja. Er hat sich jetzt ein bisschen erholt. Ne? Das fühlt sich jetzt so an. Und beide haben jetzt begriffen, dass es noch ein langer Weg ist. Ja. Merkst du es nicht? Mal auf den Konter, den rechten Konter ein bisschen aufpassen. Den linken Haken hast du gesehen, ja? Den siehst du mittlerweile. Der ist okay. Pass mal auf den rechten Konter auf, wenn du den dann mal so drüber schmeißt, ja? Nach deiner linken. Also nimm die Hände auch immer schön zurück. Komm, Dominik, Junge. Okay? Du bist rein, Dominik. Ja? Der Aufwärtshaken war gut. Ja? Hol mal öfter mal einen rein. Und dreh die Haken mal ein bisschen runter. Auch Dirk Jemski hat diese Gefahr des rechten Konters wahrgenommen in dieser Runde, sofort erkannt. Ja.
Es ist Kopfschach, was die beiden da machen. Natürlich geht es um die athletischen Voraussetzungen. Die bringen beide mit. Sie sind top trainiert. Jetzt entscheidet das, was da oben abgeht. Und da sieht sich Karo Murat im Vorteil, weil er mehr kritische Situationen in seiner Karriere durchlebt hat. Aber das gilt auch für Dominik Bösel. Auch er war schon am Boden im März 2014 beispielsweise in Potsdam gegen den Kubaner Miguel Veloso. Ist zurückgekommen. Dominik Bösel, also auch er hat durchaus kritische Momente in seiner Karriere gut überstanden und zuletzt überzeugt mit vorzeitigen Siegen gegen Dennis Liebau oder Sammy Enbom, den Frankfurter und den Finnen. Zwei, die ungeschlagen waren. Jetzt fängt er an zu tänzeln, Dominik Bösel. Das zeigt, dass er sich ein bisschen besser fühlt. Und da war sie wieder, die Rechte. Ja, man muss aufpassen. Das ist eine ganz gefährliche Hand, weil Bösel die linke Führungshand fallen lässt. Und das ist ja auch verdammt hart, sie jedes Mal die Führungshand zum Kopf zurückzuführen. Das kostet Energie. Ulf Steinfort im Hintergrund mit kritischen Augen. Er ist so aufgeregt. Am liebsten würde er irgendwo um die Halle herumtigern. Es geht um so viel in diesem Kampf. Natürlich für Karo Murat, der weiß, wenn er das Ding hier verliert, dann ist nicht mehr viel Platz in seiner Karriere. Sein Manager Errol Ceylan spricht von seiner letzten Chance. Das gilt für Dominik Bösel so natürlich nicht, aber er will makellos bleiben in seinem Kampfrekord. So nennt sich die Bilanz. 24 Kämpfe, 24 Siege, 9 Knockouts. Harter Treffer von der Rechten. Und Mundschutz raus. Mundschutz ist raus und das wurde festgelegt. Sobald der Mundschutz rausfällt, muss unterbrochen werden. Da hat er keine Wahl. Das ist jetzt kein Schutz für Dominik Bösel, sondern das ist im Rules-Meeting extra so besprochen worden. Mundschutz raus, sofort unterbrochen. Wenn allerdings ein Boxer den Mundschutz freiwillig ausspuckt, dann gibt es hier eine Verwarnung, dann gibt es Punktabzug. Starkes Rundenende von Karo Murat, der diese Runde auch gewonnen hat. Mann, geht's hier hin und her. Atme tief. Karo, nichts verschenken. Guck mich an, nichts verschenken. Immer wieder den Jab gerade bringen aus der geschlossenen Deckung. Immer wieder den Jab. 1, 2 gerade und der linke Kopfhaken mal ohne Vorbereitung. Bam! Der muss mal kommen, die Schlaghand gerade hinterher, ja? Bleib stark, Karo. Alles los, dann guck diesen Kampf, okay? Bleib stark. Wenn schlägst du nicht, holst du deinen. Karo, das ist dein Ding. Du, lass dich ja nicht gehen, du. Wenn schlägst du, Deckung immer hochstehen, okay? Und atmen und beweglich bleiben und atmen stark. Karo, du bist stark. Markus Beyer tippt hier mit. Und nach der Hälfte des Kampfes ist sein Resultat, ich habe ihm den Zettel jetzt mal weggenommen, 57 zu 57. Ja, so kann man es sehen, ja. Ja, du siehst es ja so, also klar, dass ich nicht sehen kann. 57 zu 57, das bedeutet, dass eine Runde, die gewonnen wird, mit 10 Punkten für den Sieger gewertet wird und 9 für den Verlierer. Das heißt, 3 Runden sind jetzt bei Dominik Bösel auf dem Wertungszettel von Markus Beyer. Die erste, zweite und fünfte Runde. Die dritte, vierte und sechste hingegen bei Karo Murat. Wenn es so bleibt, gibt es keinen Europameister. Ja, aber ich denke, die Punktrichter haben sich auch ein bisschen anders gewertet auch. Wir werden es erleben. Was meinst du? Sie haben anders gewertet, weil?
Für wen? Was ist deine Vermutung? Ja, weil die Runden sind sehr, sehr knapp, das siehst du ja auch. Und da kann man das so noch so sehen. Also das ist jetzt, wie gesagt, meine Meinung und wie ich es gedenke. Aber ich glaube, das kann man auch ganz bei vielen Runden auch andersrum sehen. Offen, spannend in jedem Fall. Dominik Bösel lächelt, auch das gehört dazu. Lächelt die Aktionen von Murat weg oder aus, wie sie wollen. Eins muss man sagen, ein fairer Kampf ist es. Die Nicklichkeiten in der letzten Woche finden sich nicht wieder in Unfairness. Aber Murat kommt jetzt. Schön zum Körper. O'Connor bemängelt den tiefen Kopf von Murat. Bösel hat ihn dann natürlich auch nach unten gedrückt. Das ist ein beliebtes Mittel, Markus, um die Kraft herauszusaugen aus den Beinen des Gegners. Ja, sich dann oben drauf hängen und die Gegner runterdrücken, das macht natürlich die Beine unwahrscheinlich müde und ist ein bewährtes Mittel. Jetzt trifft er wieder schön. Sehr stark, erst zum Körper, hat er die Deckung von Murat nach unten gezogen und dann war er zweimal drin. Auch Karo Murat fällt es jetzt zunehmend schwerer, geschlossen zu bleiben. Und jetzt gehen sie in die Aktion des Gegners hinein. Aber Dominik Bösel hat erkannt, die Runde ist bei ihm und deswegen hat er die letzten Sekunden wieder verstreichen lassen. Das war pfiffig von Dominik Bösel. Hat aber gute Treffer gesetzt jetzt. Von oben bis nach unten ziehen. Okay. Digga, du musst auf den rechten Kurs aufpassen. Der ist schweinegefährlich. Der ist ein paar Mal schon dran gewesen. Hast du gehört? Hörst du mir zu? Gut, jetzt reicht. Ja, hörst du mir zu? Du musst auf den rechten Kurs aufpassen. Der war ein paar Mal schon drüber. Ey, nicht, dass du den unvorbereitet mal schnappst. Okay? Pass da auf. Komm, atme tief. Ganz tief. Komm. Richtig Bauch rein. Komm. Mehr! Beine raus. Ja, treib mich an, du musst mehr machen. Dann mache ich auch so. Dirk Jemski sagt über seinen im Moment wichtigsten Boxer, der Dominik ist sehr sachlich, ich kann mit ihm in der Ecke sprechen, der meldet auch mal was zurück, hier allerdings kam wenig, deswegen hat er ihn noch mal ermahnt. Und es ist diese schon lange erkannte Rechte von Murat, die gefährlich ist. Ja, das ist, wenn er dann hinten raus auch ein bisschen müde wird und dann die Reaktion auch ein bisschen nachlässt, dann kann so ein Ding mal ganz schnell einschlagen. Und das muss er nicht haben. Sie sehen die Unterschiede im Körperbau beider Boxer. Bösel 1,85, Murat 1,79. Natürlich ist Karo Murat muskulöser, hat viel mehr Muskeln. Jetzt kommt er, jetzt bricht er durch. Da war ein Treffer dabei. Aber viele Muskeln, das bedeutet im Boxen immer nicht automatisch auch mehr Energie und Kraft, denn diese Muskeln müssen auch bewegt werden und das ist auf die Distanz sehr, sehr schwierig. Kann es am Ende einen Vorteil geben für Dominik Bösel in puncto Kondition? Er ist 6 Jahre jünger gegenüber Murat. Markus, wie siehst du das? Naja, das ist aber auch eine Sache, wie man trainiert. Also das ist, wer besser trainiert hat, ist für mich der Fittere. Und wie gesagt, mit 33, ich habe bis 38 geboxt. Also das ist jetzt nicht unbedingt ein Nachteil. Da geht noch alles in dem Alter. Wieder der Versuch, gerade eben mit dem rechten Cross. Der wird für Bösel nur dann gefährlich, wenn er mit der linken raussticht. Die Treffer nimmt Dominik Bösel absichtlich. Da kann man drüber streiten, ob das geschickt ist oder nicht.
kostet auch alles Kraft. Gute Runde von Karo Murat, der deutlich aktiver ist. Aber zweimal schön getroffen mit der rechten. Rechte Cross von Böse über die Führungshand hinweg. Wackelt jetzt Karo Murat. Ganz stark. Brillante achte Runde. Bösel hat lange gewartet. Hat sich diesen Murat angesehen, der jetzt ein bisschen erschöpft wirkt. Und trotzdem wieder da ist. Tape rechte Hand von Karo Murat ist lose. O'Connor erkennt das. Lässt aber diese letzten 10 Sekunden jetzt hier noch runterlaufen. Und dann wird das in der Ecke behandelt. Jetzt sollte langsam Schluss sein in dieser Runde. Georg Bramowski ist extrem aufgebracht und richtig sauer auf O'Connor. Das war am Ende eine relativ undurchsichtige Situation. Auch O'Connor wusste nicht, wo er steht. Jetzt geht er dahin, um sich noch mal zu erklären. Tiefer atmen. Und dahin wird am Tief gearbeitet von Bascha. Du musst stärker noch sein. Das ist zu wenig. Du musst noch stärker sein. Gerade Hände, nicht den rechten Crosshaken. Gerade Hände. Okay. Rechts, gerade linker Kopfhaken ist gut. Und immer wieder zum Körper gehen. Komm. Komm, immer wieder. Und bleib geschlossen. Ja, wir müssen das Ding gewinnen. Immer wieder ein Jab. Bap, bap. Du zuerst. Es geht um seinen Gürtel, den er abgegeben hat. Robert Stieglitz. Im Hintergrund sehen Sie Papa Bernd Bösel mit der Freundin von Dominik, mit Stefanie. Und jetzt ist das Band immer noch nicht korrigiert. Und die Pfiffe sind verständlich. Das kann manchmal, Markus, weil es sehr nass ist, auch nicht mehr kleben dann. Da gibt es keinen Grip mehr. Aber normalerweise, wenn man das in der Ecke gesehen wird, muss es gleich gemacht werden. Haben sie nicht gemacht. Wer weiß warum. Ja, das ist ja eine taktische Maßnahme dann, um möglicherweise ihm ein bisschen mehr Zeit zu geben. Das macht man dann gerne in solchen Phasen, lässt in der Ecke mal ein bisschen Wasser liegen oder irgendwas auf dem Boden, sodass nochmal korrigiert werden muss. Also es ist doch ein Zeichen, dass Karo Murat auch schon abbaut. Zwei Drittel sind um, 4 Runden noch. 12 werden geboxt. Es geht um die Europameisterschaft im Halbschwergewicht. Ein altehrwürdiger Titel, der im Besitz war von Max Schmeling, dem nach wie vor vermutlich größten aller deutschen Boxer, und zuletzt von Robert Stieglitz, der noch mal verabschiedet werden soll mit einer großen Gala in Magdeburg. Natürlich würden Sie sich wünschen, wenn bei dieser Veranstaltung Dominik Bösel den alten Stieglitz-Gürtel im Besitz von SES präsentieren könnte. Es ist noch ein Weg. Momentan liegt Bösel vorn. Aber verdammt knapp. Alles möglich. Das sehe ich auch so. Bis jetzt ist immer noch alles möglich. Und es geht immer hin und her. Wahnsinn. Ich will kein Punktrichter sein. Und nach wie vor beeindruckt die boxerische Qualität dieses Duells. Was Bösel hier abliefert, Murat zuvor, schöne Arbeit zum Körper, dann zum Kopf. Auch das macht er gern, Dominik Bösel, orientiert sich mal hin zum Publikum. Schöne Treffer. Er hat jetzt bessere, klarere Treffer, finde ich, als in den letzten Runden. Es sind beides keine Puncher im klassischen Sinne. Und das macht so ein hochklassiges Duell möglich.
Sie trauen sich auch mal offener zu boxen, was zu riskieren. Dominik Bösel glaubt, die Runde zu haben. Aber das ist eng und alle fiebern sie mit. Hier vorne Mama Simone, daneben Papa Bernd, der ihm mit 5 die ersten Boxhandschuhe schenkte. Und daneben die Freundin Stefanie aus Leipzig bei ihrem zweiten Kampf. Oh, die Mama ist ja mitgenommen, die kann gar nicht mehr hinsehen. Ich hoffe, du führst. Ich denke auch. Du führst. Ja, ich denke, du führst. Ich denke mit 2 Runden nur, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau. Aber wollen wir mal 2-1 Runden dabei? Frage nicht mal, wie es steht, Mensch. Box dein Ding zu Ende. Okay? Ja, jetzt alles richtig. Du musst nur alles richtig machen. Alles gut. Cool. Ja, ich wieder zurück. Ja? Natürlich musst du sowieso kämpfen. Ja. Also Feuer. Klingt ja schon nach Hause. Komm, du bist so nah davor. Du bist doch so nah davor. Hey, was? Wolltest du doch mal hin? Du bist so nah zu. Du bist so nah davor. 6 Minuten, Digga. So nah. Also 6 Minuten sind es nicht, es sind noch 9, denn es werden noch 3 Runden geboxt. Und ich lunze nochmal auf den Zettel von Markus Beyer. Der hat die letzten Runden bei Dominik Bösel und ihn damit nach Punkten vorn. Das war ja auch die Frage von Dirk Jemski und der gewisse Ärger, weil Dominik Bösel immer fragt, wie steht's denn eigentlich? Konzentrier dich aufs Boxen. Genau das sollte er jetzt auch machen. Und es ist wirklich schwer zu sagen, wie welcher Punktrichter die Runde dem und dem gegeben hat, weil es wirklich so eng ist. Aber ich denke, durch die letzten 3 Runden liegt bei mir Dominik mit 2 Punkten vorn. Genauso wie Dirk Jemski es eben gesagt hat. Das geht mathematisch. Lieber Markus, natürlich nicht ganz, denn wenn 9 Runden geboxt sind, ist es mit 2 natürlich schwierig. Entschuldige bitte. Dann sind es 3. Gekauft. Oder 1, das geht auch. Ja, also es ist. Aber wie gesagt, wir haben ja darüber gesprochen, dass es verdammt knapp ist, ja. Und hier so aussieht und woanders auf einem Punktzettel so anders sein kann. Nur mal zum Vergleich, wenn 2 Runden, die du Bösel gut gegeben hast, auf einem Punktrichterzettel bei Murat sind, dann führt der schon. Genau so ist es. So knapp ist es. Und jeder Punktrichter sieht das anders. Der sieht da mal das aktive Boxen von Murat und der andere eben das technische von Bösel. Das kann immer unterschiedlich sein. Wir reden über die Herren Leczek, Jankowiak aus Polen und die beiden Deutschen Jürgen Langos und Oliver Brien. Das ist möglich, auch bei einer Europameisterschaft deutsche Punktrichter einzusetzen, wenn es denn 2 deutsche Boxer sind. Und das gilt ja sowohl für Dominik Bösel, den Freiburger, als auch den Berliner Karo Murat. Murat, der aus Armenien stammt und der jetzt weggerutscht ist. So sieht es O'Connor. Ja, war kein Niederschlag. Keine Wirkung. Dirk Jemski hat das schon ein bisschen anders gesehen. Starke Hände jetzt von Dominik. Er sagt, ich bin der Techniker. Ich habe das von der Pike aufgelernt, von meinem Papa in Freiburg an der Unstrut. Mit 5 Jahren hat er die Pratzen gehalten. Jetzt hat er sich einen schweren linken Haken gefangen. Jetzt hat er was genommen. Aber wirkt noch wach. Und noch einen linken Haken. Die linken Haken und der Aufwärtshaken wäre voll drin, die rechte. Und jetzt wackelt Dominik Bösel. Der ist benommen und darf jetzt hier nicht mitschlagen. Er muss jetzt zumachen, Runde ist weg. Und Murat blickt ihm ins Gesicht und sagt, so mein Freund, davon sehen wir jetzt noch 6 Minuten. Was für eine Energieleistung von Murat. Wie ist er hier zurückgekommen, nachdem die Runde fast schon weg war? Aber die muss man ganz klar auf der Seite des Berliners sehen. Und 2 Runden. 2 Runden. Schaffst du das, Karo? Okay. Bleib so aggressiv jetzt zum Schluss. Von den letzten 2 Runden. So aggressiv. Entweder du oder er. Eins vor beiden. Lass die Hände um. Bah, los. Na logisch, nur du. Na. Okay, Karo.
Letzte Minute ist deine, Karo, immer. Bleib stark, Karo, okay? Karo, die. Zusammen, Karo. Komm. Karo, du bist stark, also ja, komm jetzt. Jetzt hast du ihn gehabt, kurz vor Knockout. Eh anfangen damit. Runde 11. Ich habe die ganze Zeit in die Augen von Dominik Bösel gesehen. Ist er wach? Kommt er zurück? Sie haben in der Ecke alles getan, denn er war benommen, er war angeschlagen. Und genau das hat Georg Bramowski auch erkannt. Ein Knockout für Murat ist durchaus möglich. Und er hat zwei Waffen. Den rechten und den linken Kopfhaken. Oder den Cross. Und das war, das haben Sie in der Zeitlupe auch noch mal gut sehen können, keine Schlagwirkung, als Murat auf dem Hosenboden saß. Aufwärtshaken zum zweiten Mal durch die Doppeldeckung hindurch. Also mehr kann Boxen nicht bieten. Was für eine Dramatik. Dominik muss so aufpassen, er lässt jetzt wieder die Hände fallen. Genau so war das ja vorhin, die Aktion aus dem Nichts. Er lässt kurz die Rechte fallen und dann kommt der Haken drüber. Und die 6 Sparringswochen von Murat, alle im Berliner Max-Schmeling-Gym. Unter Leitung von Georg Bramowski, aber auch Beobachtung von Uli Wegner. Die haben sich ausgezahlt. Und da ist er drin, voll getroffen. Dominik Bösel wackelt. Ja. Die Seile verhindern, dass er runtergeht. Oh, oh. Das kann er jetzt kaum schaffen. Die Seile stoppen und das ist das Ende. Das ist das Ende. Karo Murat ist Europameister. Durch technischen K.O. Terry O'Connor beendet diesen Kampf. Wackelige Beine bei Dominik Bösel. Sensationsleistung von Karo Murat auf den Schultern von Bruder Koko. Er ist das Nesthäkchen der Familie. Hovhannes, Koko und Karo, so kamen sie einst aus Armenien nach Deutschland. Und er ist zum ersten Mal geschlagen in seinem 25. Kampf, Dominik Bösel. Es war ein gigantischer Kampf. Die Ausgangsfrage war, haben wir das System Dominik Bösel ins Wanken gebracht? Ja, er hatte es, Karo Murat. Und er verliert zum ersten Mal als Profi. Was hätte er anders machen sollen, Dominik Bösel, in dieser 11. Runde? Markus, was war der Fehler? Ja, es sind eben Deckungsschwächen gewesen zum Schluss. Klar war er auch dann müde und er hat dann die Hand fallen lassen und Karo Murat hat dann wirklich gnadenlos nachgesetzt mit den Haken. Hat dann wirklich gemerkt, noch mal so viel reingelegt in seinen linken Haken und hat dann auch irgendwann getroffen und ja, da war Dominik schon weg. Das letzte, das hat er glaube ich gar nicht mehr mitbekommen. Das war der entscheidende Treffer mit der linken. Und die Hände, sie kommen von Murat, von links, von rechts. Er dachte schon, er wird angezählt. Hier, da sank er schon zusammen. Wäre es besser gewesen, von Bösel hier zu Boden zu gehen? Ja. Glaube schon. Wenn er da auf die Knie gegangen wäre, hätte er sich vielleicht noch erholt. Aber die Schläge und danach. Hier muss Terry O'Connor dazwischen. Nur noch mal zu den Regeln. Im Stehen darf nicht angezählt werden. Aber dann, wenn die Seile den Boxer halten und somit ein Umfallen unmöglich wird, dann muss er dazwischen gehen, weil die Gesundheit von Dominik Bösel an dieser Stelle tatsächlich gefährdet war. Es war kein krachender Knockout. Es war ein technischer K.O. für ihn, für Karo Murat. Er hat damit alles richtig gemacht. Und seine Karriere kann jetzt weitergehen. Er will, sagt das ganz klar, nicht die großen Titel boxen. Das ist ihm egal. Hier Terry O'Connor. Er guckt, er sieht, wie Murat trifft. Und jetzt geht er dazwischen, weil Dominik Bösel längst umgefallen wäre ohne die Seile. Und er will Kämpfe wie gegen Hopkins. Er will gegen Cleverly. Er will die großen Jungs haben. Nicht so sehr Europameister oder Weltmeisterschaften boxen, das ist ihm egal. Er will dem Publikum Spektakel bieten. Heute hat er das auf beeindruckende Art und Weise geschafft, Karo Murat. Und für Dominik Bösel
bricht keine Welt zusammen. Es war ein exzellenter Fight. Die erste Niederlage steht jetzt auf dem Zettel. Georg Bramowski. In Atlantic City haben sie verloren. Jetzt haben sie hier in Dresden einen Auswärtssieg errungen. Lars Christian Karde ist bereit fürs Urteil. Lars, bitte. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen zum Ergebnis. Aber zuvor mal einen großen Applaus für beide Boxer heute Abend hier in Dresden. Sieger des Kampfes durch TKO in der 11. Runde nach 2 Minuten 46 und damit Europameister im Halbschwergewicht Karo Murat. Es mischen sich viele Hände. Viel Applaus in die Pfiffe der Böse-Fans. Und den hat er sich auch verdient, Karo Murat. Jetzt bin ich gespannt auf das erste Treffen der beiden. Dominik Bösel will ihm nicht so richtig Aufmerksamkeit geben. Aber dann gab es doch ein Lächeln der beiden. Karo Murat hat das angekündigt. Egal wie es ausgeht, nach dem Kampf werde ich ihm die Hand reichen. Und jetzt ist der neue Europameister bereit zum ersten Interview bei Thorsten Pischel. Wirklich. Karo Murat, jetzt haben Sie den Gürtel um den Körper geschlungen, der Kranz ist um Ihren Hals gelegt. Sie haben gesagt, der Gürtel ist mir gar nicht so wichtig. Mir ist wichtiger, dass ich diesen Kampf siegreich gestalte, dass ich das kläre mit Dominik Bösel. Wie geht's Ihnen? Das war eine sehr gute Frage. Erstmal möchte ich die ganzen Publikum hier in Dresden bedanken, dass ihr alle hier seid. Vielen Dank. Dresden ist genau meine Heimat, genauso wie Deutschland. Deswegen danke alle. Was Dominik angeht, der Titel war mir ehrlich gesagt egal. Ich möchte unbedingt beweisen, wer die Nummer 1 in Deutschland ist, in Europa. Ich möchte gegen die Großen kämpfen, großen Namen, egal wer. Ich will jetzt keinen Namen nennen. Auch riesen Applaus für Dominik. Er hat alles abverlangt von mir, was man verlangen muss. Ich habe leider Glückstreffer gehabt, sagen wir mal so. Und somit habe ich den Titel gewonnen. Sie haben ja im Vorfeld durchaus immer mal wieder ein paar Giftpfeile verschossen. Das waren kleine Provokationen. War das ganz bewusst eingestreut oder gab es da wirklich irgendwas, was sehr, sehr doll zwischen Ihnen steht? Ich habe meinem Trainer gesagt, Trainer, soll ich erste 6 Runden Gas geben und dann 7, 8 Pause machen? Er sagt, du machst das so immer so. Also es ist nichts Neues für mich. Dann haben wir uns totgelacht. Aber wirklich Respekt an Dominik. Er hat schon einiges von mir verlangt. Und ich denke, das war eine harte Arbeit zu WM für mich. Sie sind eben gerade nach dem Kampf zu Dominik Bösel rübergegangen. Was haben Sie ihm gesagt? Ich habe ihm gesagt, Bruder, danke, dass du alles von mir verlangt hast. Er hat mich ingoniert. Gut, dann werden wir gleich mal mit ihm drüber sprechen. Sie haben gesagt, Sie wollen jetzt Richtung WM angreifen. Wer sind denn die Namen, die für Sie interessant sind? Ehrlich zu sein, ich möchte gegen Kovalev kämpfen, Andre Ward. Alle anderen, die ganz oben sind, ist mir eigentlich egal, wer. Vielen Dank. Danke auch. Ingoriert, er meinte natürlich, ignoriert hätte er ihn, der Dominik Bösel, der natürlich angefasst ist nach dieser ersten Niederlage. Aber am Ende hat er doch noch ein Lächeln rübergeworfen zu seinem Konkurrenten. Unsportlich war das in keinem Fall von Dominik Bösel, muss man ihn noch ein bisschen verstehen. Er ist jetzt bei Thorsten Pischel und kann sich gleich erklären. Dominik Bösel, zunächst mal Gratulation zu einem irren Kampf, aber natürlich ist der mit ganz saurer Miene zu nehmen. Warum haben Sie diesen Kampf verloren? Ja, also erstmal Respekt, es war der erwartet schwere Kampf. Murat hat das gut gemacht. Ja, was soll ich sagen? Der Ringrichter bricht den Kampf an. Ich habe nicht gewackelt, also gut, ich habe 2 Treffer bekommen, aber ja, keine Ahnung. Wir sind nicht beim Kinderboxen, dass man so schnell abbrechen muss. Das heißt, Sie waren noch klar bei Sinnen. Man hat schon ziemlich hier tief an dieser Stelle die Kniebewegung gesehen. Sie haben ganz schön gewackelt. Ja, das kann ja sein. Das sind normale Frecksel, dass man ausweichen will. Aber Sternchen habe ich nicht gesehen. Ich habe mich nach Punkten vorne gesehen. Ja, schade, dass es so ausgegangen ist. Aber so ist das nun mal beim Boxen. Nach Punkten haben Sie auch vorn gelegen. Wie geht es jetzt für Sie weiter? Das war Ihre erste Niederlage als Profi. Ja,
Niederlagen kann es immer geben, daran kann man wachsen. Vielleicht treffen wir uns ja nochmal und ich kann mich revanchieren. Was soll ich jetzt sagen? Es geht weiter. Dominik, vielen Dank. Danke. Oh ja, er ist angefasst, Dominik Bösel. Georg Bramowski. Zwischen den Trainern ging es immer fair ab und jetzt geht er vielleicht doch noch mal zu einer Versöhnungsgeste von beiden Promotern organisiert. Da stehen sie noch mal zusammen. Aber Erol Ceylan rückt dann doch in die Mitte noch mal. Schieben sie sich hin und her. Was hat Ulf Steinfurt da jetzt vor? Also, interessant, wie die beiden miteinander umgehen. Immer noch keinen wirklichen Kontakt. Er beißt Karo Murat in den Gürtel, der jetzt ihm gehört. Und dann ist die versöhnliche Geste am Ende doch noch da. Das ist schön, so soll es sein nach all dem, was passiert ist. Dominik Bösel wird sich neu sortieren. Er ist 27 Jahre alt. Er hat vieles vor sich. Er hat gelernt, wie hart es sein kann. Er war verärgert über das Urteil. Das haben Sie gehört. Hätte man vielleicht auch weiterlaufen lassen können. Oder aber er hätte zu Boden gehen müssen. Dominik Bösel. Wie auch immer, er ist der neue Europameister. Stefanie Müller-Spierer, bitte.